Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe der Buchführung werde ich euch heute die Themen Preisnachlässe und Bestandsveränderungen einmal darstellen. Wie immer beginnen wir mit der Gliederung, die ich unterteilt habe in Preisnachlässe und Bestandsveränderungen, wobei ich bei Preisnachlässen besonders auf die Bedeutung und deren Erklärung hingehen werde, als auch die Buchung darstellen werde. Bei den Bestandsveränderungen unterteile ich in zwei Hauptpunkte, und zwar wie es bei Handelsunternehmen und wie es bei Industrieunternehmen gehandhabt wird. Ja, und damit haben wir dann eigentlich die wesentlichen Dinge dazu behandelt. Die Abkürzungen, die ich dafür benötige, sind TRM, was so viel wie technische Anlagen und Maschinen bedeutet, GUV, die Gewinn- und Verlustrechnung, ARL, Auslieferung und Leistung, UE, die Umsatzerlöse, RHB, die Rohhilfs- und Betriebsstoffe, die in Industrieunternehmen sehr, sehr wichtig sind, AB, der Anfangsbestand, SB, der Schlussbestand, die UST, die Umsatzsteuer und die VST, die Vorsteuer, bei letzteren, die uns ab dieser Vorlesung, beziehungsweise sogar schon ab der letzten, eigentlich relativ häufig begleiten werden. Okay, fangen wir an. Kommen wir wie versprochen zu den Preisnachlässen und erst einmal grundlegend zu der Bedeutung und deren Erklärung. Preisnachlässe senken nachträglich die Anschaffungskosten, Aufwendungen oder Erlöse. Daher kann man sie indirekt als Korrekturbuchung der oben genannten Konten ansehen und man kann sie auch unterteilen. Das eine Variante ist, die häufig gegeben wird, sind die sogenannten Sconti. Diese werden immer dann gewährt, wenn Rechnungen frühzeitig beglichen werden. Das werden wir uns auch anschauen. Boni, der Unterschied dazu ist, diese werden gewährt, wenn ein Unternehmen bestimmte Ziele, ich habe hier als Beispiel gewählt, einen Umsatz von 100.000 Euro erreicht hat. Die sind sehr, sehr nachträglich. Kann meist erst am Ende des Jahres oder so kommen. Und die klassischste Variante, die privat auch häufig auftritt, die Preisminderung oder Rücksendung. Und die entstehen natürlich immer dann, wenn Ware beschädigt ist oder nicht den Anforderungen genügt. Allerdings theoretisch auch, wenn zu wenig Ware geliefert wurde. Das sind alles Möglichkeiten. Okay, und damit kommen wir eigentlich auch schon zur Buchung. Da es sich ja wie bereits erwähnt um Korrekturbuchungen handelt, werden im Prinzip einfach die Soll- und Habenseiten der ursprünglichen Buchung vertauscht und die korrigierten Beträge ersetzt. Dazu gehört natürlich auch die Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer, wenn wir denn diese gebucht haben, was aber in den meisten Fällen üblich ist. Bei Lieferungen wird normal als Verbindlichkeiten bzw. Forderungen aus Lieferung und Leistung gebucht, je nachdem ob man Verkäufer oder Käufer ist, und nachträglich erfolgt dann die Korrektur in den meisten Fällen mit der Zahlung, wobei die Zahlung sich um die Korrektur verringert. Und je nachdem, ob es sich um ein Bestands- oder Erfolgskonto handelt, wird verschieden gebucht. Das zeige ich euch jetzt auf der nächsten Folie in einer kleinen schönen Übersicht. So, hier sehen wir links die drei wesentlichsten Korrekturvarianten, die auftreten können als Preisnachlässe, die Sconti-Boni, Preisminderung bzw. Rücksendung. Und als Zeilen eingeteilt, der Wareneinkauf, der uns als Warenaufwand begegnet, der Warenverkauf, den wir in der Regel Umsatzerlöse nennen, und der Kauf von Anlagegütern. Okay. Wenn auf einen Wareneinkauf, also auf dem Warenaufwand Sconti gewährt wird, buchen wir Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung an Bank, Vorsteuer und erhaltene Sconti. Man könnte statt erhaltener Sconti auch den Warenaufwand buchen. Allerdings, die meisten Unternehmen tun da ein Unterkonto des Warenaufwandes anlegen, der einfach erhaltenes Sconti heißt. Am Ende des Jahres kommt dieses wiederum in den Warenaufwand hinein. Die ursprüngliche Buchung, die wir hierbei hatten, also als wir die Waren eingekauft haben, war ja Warenaufwand, Vorsteuer an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Wenn wir jetzt die Sache natürlich ganz einfach umdrehen, haben wir die Verbindlichkeit im Soll, da sie sich vermindert. Die Vorsteuer, die wir hatten, wird ja weniger. Daher muss sie im Haben stehen. Und das Aufwandskonto, der Warenaufwand, muss auch im Haben stehen. Hier in Form des Unterkontos erhaltenes Sconti. Ja, und ausgehend davon, dass wir die Rechnung gleich bezahlen, natürlich noch die Bank, die abnehmen muss. Weil ich ja, wie ich bereits gesagt habe, es ist ja in der Regel so, dass diese Korrekturbuchung erst mit der Zahlung meist stattfindet. Daher können wir die Bank direkt mitbuchen. Das gilt auch für die folgenden Fälle. Bei Boni ist es nicht viel anders. Das Unterkonto des Warenaufwandes heißt hier halt nur nicht erhaltenes Sconti, sondern erhaltene Boni.
Und wenn es ein kleines Unternehmen ist, wird es wahrscheinlich das direkt als Warenaufwand als Korrektur auf dieses buchen. Aber mit dem Unterkonto erhaltene Boni wird das in der Regel bei größeren Unternehmen regulär gemacht. Bei Preisminderung oder Rücksendung sieht es ähnlich aus. Dort wird das Unterkonto meist Preisnachlässe genannt. Ja, und damit haben wir schon die erste Variante. Wie sehen diese Korrekturen aus, wenn ich Waren einkaufe, aus durchgespielt. Wenn ich Waren verkaufe und erhalte Skonti, also ich gewähre unseren Kunden Skonti, er erhält diese, dann muss der Buchungssatz lauten, wenn er bezahlt Bank, Umsatzsteuer, gewährte Skonti, Anforderung aus Lieferung und Leistung. Warum? Okay, denken wir mal, ursprünglich ohne Skonti und so weiter würde die Buchung erfolgen. Im Moment, wo wir Waren verkauft haben, haben wir Umsatzerlöse und der Kunde hat eine Forderung. Wir haben also beim Verkauf, bei Rechnungserstellung, wenn wir so wollen, gebucht Forderung aus Lieferung an Leistung, an Umsatzsteuer und Umsatzerlöse. Jetzt drehen wir die beiden Sachen um. Das heißt, auf der Soll-Seite steht die korrigierte Umsatzsteuer und die Umsatzerlöse hier in Form des Unterkontos gewährtes Konti. Das ist ein Unterkonto von Umsatzerlöse. Und auf der Haben-Seite die Forderung, die sich vermindert, weil erstens der Nachlass in Form des Kontis gewährt wird und zweitens, weil wir ja bereits bezahlen und die Forderung abnimmt. Also was heißt wir bezahlen? Der Kunde bezahlt uns. Die Bank von uns nimmt zu, seine Bank würde abnehmen. Bei Boni ist das sehr ähnlich. Hier heißt das Erfolgskonto Umsatzerlöse, das Unterkonto, das wir wählen, halt dann einfach gewährte Boni. Und bei Preisminderung oder Rücksendung nehmen wir das Unterkonto Erlösschmälerung für die Umsatzerlöse. Ihr seht, da ist eine gewisse Logik dahinter, das kann man sich merken, denke ich. Bei Anlagegütern sieht es ein wenig anders aus. Hier müsste die Buchung für Skonti lauten Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung an Bank und dann das Konto, was das Anlagegut ist, zum Beispiel technische Anlagen und Maschinen, weil in Skonti nachträglich die Anschaffungskosten dieses Anlageguts vermindert. Wenn wir normal, nehmen wir ein Beispiel, die Maschine als technische Anlagemaschine kaufen, würden wir im Prinzip ja buchen technische Anlagemaschinen, Vorsteuer an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Wenn wir jetzt die Maschine für 100.000 eingekauft haben und kriegen 10.000 Euro Skonti, hat die ja nur noch einen Wert von 90.000. Deswegen muss hier bei der Korrekturbuchung das Konto TAM im Haben stehen. So dass in unserem Konto dann ein Soll bei technischen Anlagenmaschinen 100.000 steht und 10.000 im Haben und wir auf den korrekten Betrag von 90.000 kommen würden. Ja, bei Boni und bei Preis und Rücksendung ist es sehr, sehr schön bei Anlagegütern. Da gibt es nämlich keine Unterkonten, weil, wie gesagt, der Wert des Anlagekontos vermindert sich direkt. Und daher bucht man immer auf das jeweilige Anlagekonto, hier mein Fall TRM. Man kann sich die ganzen Unterkonten sparen. Ob es Skonti, Boni oder eine Preisminderung, Rücksendung ist, ist in dem Fall irrelevant. Man kann eigentlich einige kurze Sätze dazu sagen. Erhaltene Skonti oder Boni bzw. Preisnachlässe sind Unterkonten des Warenaufwands. Gewährte Skonti, Boni und Erlösschmälerung, das sind Unterkonten der Umsatzerlöse. Und der dritte Merksatz. Skonti bzw. Boni und Preisnachlässe mindern den Anschaffungswert von Anlagegütern, wie wir das ja gerade besprochen haben. Okay, machen wir dazu eine Ad-Hoc-Übung, damit die Sache klarer wird. Fall A. Unser Kunde kauft auf Ziel von uns Waren im Wert von 1.000 Euro. Das sollte eigentlich eine bekannte Buchung sein, hier haben wir noch keine Nachlässe. Die Buchung müsste aussehen, Forderung aus Lieferung und Leistung, weil wir jetzt ja eine Forderung von den Kunden haben, an Umsatzerlöse, wir haben Waren verkauft, und Umsatzsteuer, die wir natürlich zahlen müssen. Der Wert ist der Nettopreis der Umsatzerlöse, sind 1.000 Euro, dazu die 190 Euro Umsatzsteuer, landen wir bei einer Forderung, die wir haben, von 1.190 Euro. Der Gewinn in diesem Fall ist plus 1.000 Euro, Umsatzerlöse ist ja ein Unterkonto der Gewinn- und Verlustrechnung, und zwar ein Erfolgskonto, das unseren Gewinn erhöht. B. Unser Kunde begleicht die Rechnung aus A unter Abzug von 2% Skonto. Jetzt müssen wir die Sache anwenden, die wir gerade gelernt haben.
Der korrekte Buchungssatz muss lauten, wenn er mittels Bank bezahlt: Bank, Umsatzsteuer, gewährtes Konti oder halt Umsatzerlöse, wenn man sie denn korrigiert. Aber wie gesagt, ich nehme immer das Unterkonto, wenn es eins gibt, in dem Fall gewährtes Konti. An Forderung aus Lieferung und Leistung. Ihr seht, Forderung aus Lieferung und Leistung aus Fall A und Fall B haben denselben Betrag. Was auch sehr viel Sinn macht, denn die Forderung ist ja nicht weniger geworden in dem Sinne, sondern die Forderung hat sich gesplittet. Und zwar in die gewährten Skonti, Umsatzerlöse von 20 Euro. Wir haben ja 2% von den 1000 Euro haben wir Ihnen ja Skonti gewährt als Preisnachlass. Das sind 20 Euro weniger Umsatzerlöse. Und natürlich zahlen wir auch 2% weniger Umsatzsteuer, was 3,80 Euro sind, bezogen auf die 190 aus Fall A. Das heißt, unser Kunde selbst hat einen Preisnachlass netto von 20 Euro, aber einen Preisnachlass brutto von 23,80 Euro. Und deswegen muss er nicht die 1190, sondern nur die korrigierten 1166,20 Euro bezahlen. Ja, und unser Gewinn sinkt um 20 Euro. Wir haben ja in dem Sinne 20 Euro weniger Erlöse, als wir im Fall A gebucht haben, aus genau demselben Fall. Das ist kein Aufwand direkt, aber es ist sozusagen eine Korrektur eines Erlöses und damit indirekt ein Aufwand. C. Wir kaufen Waren im Wert von 5000 Euro auf Ziel ein. Also der umgekehrte Fall. Wir sind diesmal die Käufer. Der Buchungssatz sollte allgemein bekannt sein. Wir haben einen Warenaufwand. Für den können wir Vorsteuerabzug verlangen. In der Regel, es gibt Ausnahmen. An Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Wir schulden das ja in dem Sinne, solange wir es nicht zahlen. 5000 Euro ist der Nettowert, das heißt 950 Euro beträgt die Vorsteuer. Daraus folgt, unsere gesamte Verbindlichkeit sind 5950 Euro. Der Gewinn hierbei beträgt minus 5000 Euro, das ist unser Warenaufwand. D. Wir zahlen die Rechnung aus C und erhalten von unserem Lieferer einen Boni von 5%. Zum Beispiel, weil er halt durch uns endlich sein Umsatzziel erreicht hat, das darf er ja gewähren. Ja, wir wenden an, was wir gelernt haben, und dann kommt raus, unsere Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung in Höhe von 5950 Euro wird beglichen, und zwar durch die Zahlung an Bank, erhaltene Boni und Vorsteuer. Und wir zahlen nur 5% unseres Warenaufwandes von 5000 Euro. Diese 5% Ermäßigung haben wir als hier erhaltene Boni gebucht. 5% von 5000 sind 250. Und wir zahlen natürlich auch 5% weniger Vorsteuer. Das heißt, Vorsteuer korrigiert sich um 5% von 950 Euro, das sind 47,50 Euro. Das heißt, insgesamt bezahlen wir 5950 Euro durch Bank minus die 250 und minus 47,50. Das heißt, von unserer Bank gehen wirklich nur 5652,50 Euro ab. Ja, und den Boni, den wir erhalten haben, der stellt in dem Sinne einen Ertrag dar, ein korrigierter Aufwand von 250 Euro. Im Prinzip ist das Gewinn erhöht. Okay, jetzt ist es eure Aufgabe, selbiges nochmal an anderen Beispielen zu machen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wie üblich springe ich bereits zu den Lösungen. Ihr haltet hier am besten das Video an und wir können dann schön vergleichen. Okay, kommen wir zur Lösung. Fall A war, wir kaufen Waren im Wert von 3000 Euro auf Ziel ein. Die Buchung lautet also, Warenaufwand 3000 ist ja ein Wert von, wenn wir Waren kaufen, ist das ein Warenaufwand. Vorsteuer, die wir darauf zahlen, 19% davon diesen 3570 Euro. An Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, dass die Summe dieser beiden ist, also 3570 Euro, schulden wir unseren Lieferer. B. Wir stellen fest, dass die Waren fehlerhaft sind und erhalten daher einen Preisnachlass von 20%. Okay, das ist halt die Korrektur. Unsere Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung vermindert sich. Hier bin ich in dem Fall davon ausgegangen, dass wir noch nicht bezahlen. Es ist nur ein Preisnachlass, weil wir es feststellen. Noch hieß nicht, dass wir es bezahlen. Das heißt, unsere Verbindlichkeit sinkt einfach um die 20% von den 3570. Und die Gegenbuchung haben, die wir machen müssen, sind Preisnachlässe. Die 20% von den 3000 Euro Warenaufwand sind 600 Euro. Und die Vorsteuer, die wir korrigieren müssen, 20% von 570 Euro, landen wir bei 114 Euro. C. Eine Woche später zahlen wir die korrigierte Rechnung
unter Abzug von 2% Skonto. Also haben wir nochmal einen kleinen Nachlass. Jetzt bezahlen wir ja tatsächlich. Unsere Verbindlichkeit hat sich vermindert. Sie war 1.3000. Dann haben wir 714 abgezogen wegen dieser mangelhaften bzw. fehlerhaften Ware. Sodass unsere jetzige Verbindlichkeit, die wir noch haben, 2.856 Euro beträgt. Und wir erhalten 2% Nachlass von unserem Warenaufwand, den wir hatten. Das sind dann 2%. Warum? Unser Warenaufwand ist ja bereits korrigiert. Das sind 2.400 Euro. Und von diesen 2.400 Euro erhalten wir 2%, was 48 Euro sind. Unsere Vorsteuer, die sich um 2% korrigiert, ist ja auch die 570 Euro aus Fall A minus die Korrektur aus B, also minus 114 Euro, womit wir dann bei 456 Euro sind und 2% davon sind 9,12 Euro. Ja, unser Bankkonto abgeht, ist halt dann die Differenz zwischen unserer Verbindlichkeit und den erhaltenen Skontien der Vorsteuer. Das sind dann 2.798,88 Euro. Ich gebe zu, Fall C war ein bisschen tricky, weil wir es jetzt getrennt gemacht haben und auch noch Skonto kam. Aber das ist nicht schlimm, wenn ihr es nicht richtig hattet. Aus Fehlern lernt man bekanntlich am meisten. D. Ein Kunde zahlt seine bereits gebuchte Rechnung, also bereits gebucht, ja, für Waren im Bruttowert von 2.500 Euro unter Abzug von 3% Skonto. Das wäre dann eine grundlegende Buchung gewesen, wie ich sie vorgestellt habe. Bank sind 2.425 Euro, jetzt kommt auch die Begründung warum. Die gewährten Skonti sind 3%, Umsatz, also von den ehemaligen Warenaufwand. Umsatzsteuer sind 11,97 Euro, die wir korrigieren, und die Forderung sind 2.500 Euro. Warum? Nun ja, der Bruttowert dieser Rechnung war 2.500 Euro. Davon rechnen wir aus, dass 90% von diesen 2.500 Euro Umsatzsteuer sind und die anderen 100%, die übrig bleiben, sind der Warenaufwand. Und die 3% Skonto nehmen wir jeweils von dem Warenaufwand und jeweils von diesen 90% Umsatzsteuer. Und dann kommen wir auf diese Werte. Ich möchte noch die Gewinnbetrachtung machen. Im Fall A haben wir einen Verlust oder in dem Sinne einen Aufwand von 3.000 Euro. Das steht ja schon relativ deutlich da. Warenaufwand ist ein Aufwand. Bei B haben wir einen Ertrag von 600, denn unser Aufwand verringert sich ja um Höhe des Preisnachlasses. Bei C haben wir noch einen Preisnachlass im Sinne eines Skontis auf unserem Warenaufwand. Das heißt, unser Warenaufwand verringerte sich um 48 Euro. Deswegen hat sich unser Gewinn um 48 Euro erhöht. Ja, bei D haben wir einen negativen Gewinn, weil wir haben 63 Euro und 3 Cent Skonti gewährt. Das heißt, unser Erlös hat sich um diesen Betrag verringert und das mindert ja unseren Gewinn dementsprechend auch. Okay, damit haben wir die erste Hälfte unserer Vorlesung rum und kommen zum zweiten großen Thema, die Bestandsveränderung. Ich möchte jetzt zuerst das Handelsunternehmen dabei vorstellen und danach, wie es bei einem Industrieunternehmen ist, ihr werdet sehen, das sind einige Unterschiede, aber an sich auch nur vom Namen, die Buchungen lassen sich relativ gut machen, wenn man es einmal verstanden hat. Ich muss auch gestehen, Handelsunternehmen ist im Prinzip schwerer, da es etwas unlogischer ist. Aber wir gehen das Schritt für Schritt und dann wird das. Erst einmal muss man sagen, die Haupttätigkeit eines Handelsunternehmens besteht in Ein- und Verkauf von Waren. Das ist natürlich ganz klar. Das heißt, der Warenbestand ändert sich bei diesem Unternehmen regelmäßig und er wird in der Regel dadurch ermittelt, dass man den Bestand im Lager der Öffnungsbilanz und dann am Schlussbilanz am Ende eines Geschäftsjahres nochmal schaut ins Lager, was hatte ich am Anfang, was hatte ich am Ende des Jahres und die Differenz ist die Bestandsveränderung. Warum macht man das so? Nun ja, es wäre zu aufwendig, jeden Ein- und Verkauf direkt als Bestandsveränderung zu buchen und daher ist es erlaubt, das als Jahresabgleich der Bestände im Lager durchzuführen. Im Prinzip sieht die Tätigkeit eines Handelsunternehmens relativ simpel aus. Wir haben den Einkauf von Waren, der verursacht im Prinzip eine Bestandsveränderung und der Verkauf von Waren. Und irgendwo dazwischen ist halt eine Bestandsveränderung, weil wenn wir das nicht ständig buchen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bucht man sowas? Nun ja, die Veränderung des Warenbestandes wird auf das Warenaufwandskonto gebucht. Warum ist das so?
wenn sich der Warenbestand ändert, heißt das ja, man hat entweder mehr Waren verbraucht, als man eigentlich eingekauft hat als Warenaufwand, oder aber man hat weniger Waren verbraucht. Das heißt, der Aufwand, den wir haben, entspricht nicht mehr unserem tatsächlichen Aufwand. Ihr werdet an dem Beispiel das gleich gut erkennen, warum das so ist. Hierbei muss man aber erstmal entscheiden, bei einer Bestandsmehrung mindert das den Warenaufwand. Und die Buchung würde lauten, Bestandsmehrung an Warenaufwand. Wenn man das in dem Warenbestandskonto betrachtet, ich würde das als Beispiel so sehen. Wir haben am Anfang des Jahres einen Anfangsbestand von 1000 und am Ende des Jahres einen Beschlussbestand von 8000. Das heißt, wir haben eine Mehrung von 7000. Die Beträge sind immer in Euro, man könnte es auch ein Stück machen, aber von der Sinnigkeit her, in Konten stehen immer Euro-Beträge. Ja. Wenn wir jetzt den Warenbestandskonto haben, habe ich ja bereits gesagt, es wird an das Warenaufwandskonto gebucht. Und wir sehen hier eine Bestandsmehrung, die im Soll steht, tut sie, im Warenbestand steht da eindeutig, die im Soll, kommt auf die Habenseite des Warenaufwands. Wenn wir das so buchen, Bestandsmehrung 7000 an Warenaufwand 7000, landen also die Mehrung dann auf der Habenseite. Und dabei ist zu betrachten, dass die Differenz der Soll- und Habenseite des Warenaufwandes den Wareneinsatz ergibt. Also, wir schreiben die 7000 rüber und jetzt die Differenz in Höhe von 3000 Euro ergibt den Wareneinsatz. Der Wareneinsatz ist wichtig, weil das ist der eigentliche Wert, den wir benötigen werden, um tatsächlich zu betrachten, wie hoch unsere tatsächlichen Warenaufwendungen waren. Das sehen wir dann gleich in der zweiten Folie. Zweite Variante ist, eine Bestandsminderung tritt auf. Diese mehrt den Warenaufwand, ist immer umgekehrt, und die Buchung lautet Warenaufwand an Bestandsminderung. Machen das wieder unsere Tabellenform, haben wir hier den Fall, dass auf unserem Warenbestand, wir haben Anfang des Jahres 10.000 gezählt, am Ende des Jahres 8.000, das heißt, wir haben eine Minderung auf der Habenseite von 2.000, wir buchen den Warenaufwand, das heißt die Bestandsminderung, den Warenaufwand an Bestandsminderung, und wenn wir das dann rüberschreiben, kommt diese, wie wir sehen, ins Soll. Wir haben wieder für 10.000 im Soll eigentlich eingekauft und haben jetzt eine Minderung von 2.000. Ist der Wareneinsatz 12.000. Warum ist das so? Das hat einen relativ logischen Grund, wie ich bereits erwähnt habe. Schauen wir uns wirklich mal dieses Beispiel an. Wir haben jetzt im Warenaufwand 10.000 eigentlich gebucht, ohne jetzt die Korrektur. Das heißt, wenn wir Umsatzerlöse von 40.000 haben, können wir eindeutig sehen, aha, wir haben 10.000 Waren eingekauft, haben 40.000 Euro Umsatzerlöse, das heißt, wir haben die zum vierfachen Preis verkauft, von der Logik her, ja. Wenn wir jetzt aber sagen, Moment, wir haben jetzt gezählt, wir haben eigentlich in unserem Warenbestand 2.000 weniger, als wir denn über, als wir wirklich hier gebucht haben, bedeutet das ja, wir haben 2.000 mehr auch verkauft oder verarbeitet in dem Sinne, als Aufwand, Wert von 2.000 Euro. Das bedeutet, der Warenaufwand, den wir tatsächlich haben, waren die 10.000, die wir ja wirklich als Warenaufwand gebucht haben, und die 2.000 Euro, die wir aus dem Lager genommen haben, haben wir ja auch verkauft. Und deswegen auch der Aufwand von den 2.000. Das heißt also, unsere Umsatzerlöse haben nicht, also die Umsatzerlöse, die wir erzielt haben, haben nicht als Basis einen Warenaufwand von 10.000 gehabt, sondern von 12.000 Euro, weil das ist dann der sogenannte Wareneinsatz, das ist die Logik dahinter. Wir haben mehr Sachen, in diesem Fall hier bei einer Bestandsminderung, haben wir mehr Sachen verkauft, weil wir auch Sachen aus dem Lager verkauft haben, und deswegen wird unser Wareneinsatz, der Vergleichswert für die Umsatzerlöse ist, tatsächlich höher. Bei einer Bestandsminderung haben wir in Wahrheit weniger Sachen verkauft, weswegen wir eine Mehrung unseres Bestandes haben und haben deswegen insgesamt ja weniger Aufwand gehabt. Weil die Sachen, die wir verkauft haben, die Basis, den Aufwand, den wir für den Einkauf hatten, geringer ist. Es gibt aber noch einen zweiten Schritt bei der Buchung. Und zwar, der Wareneinsatz stellt den korrigierten Warenaufwand dar, welcher in die GUV als Ersatz des Warenaufwandes gebucht wird. Das habe ich gerade versucht, so ein bisschen zu erklären. Die Buchung lautet dann Gewinn- und Verlustrechnung an Warenaufwand,
der in Wahrheit dann aber der wahre Einsatz ist. Wenn wir das mal in Kontenform betrachten, ich habe die beiden Beispiele, die wir links als Warenaufwand haben, jetzt übernommen. Dann kommt natürlich der Wareneinsatz von 3000 Euro auf die Säuleseite der Gewinn- und Verlustrechnung. In dem Fall, wo wir eine Mehrung von 7000 hatten. Der Gewinn wäre dann 27.000, wenn wir die Umsatzlöse von 30.000 hätten. In dem Fall, wo wir eine Bestandsminderung von 2.000 hatten, ist der Wareneinsatz höher geworden. Und zwar 12.000 Euro, die wir in die GOV auf die Säuleseite buchen. Und das heißt, dort sind unsere Gewinn eigentlich nur 18.000 Euro. Wenn wir das mal in anderen Zahlen betrachten. Gegenüber steht bei unserem ersten Fall hier ein Wareneinsatz von 3.000 zu Umsatzerlös von 30.000. Was so viel bedeutet wie, wir haben zwar in Wahrheit für die Umsatzerlöse, für die wir gegeben haben, mit 30.000 Euro, hatten wir ursprünglich mal gebucht 10.000 Euro Aufwand. Aber da 7.000 Euro von dem Aufwand ins Lager gewandert sind in Form einer Bestandsmehrung, hatten wir in Wahrheit nur einen Aufwand von 3.000 gehabt, um die 30.000 zu erzielen. Dieser tatsächliche korrigierte Aufwand ist der Wareneinsatz. Das bedeutet, wir hatten in Wahrheit nur 3.000 Euro, um 30.000 Euro Umsatzerlöse zu machen. Und daher haben wir einen tatsächlichen Gewinn von 27.000 und nicht von 20.000. In unserem zweiten Fall, wo wir eine Minderung von 2.000 hatten, haben wir wieder gegeben, habt jetzt die Umsatzerlöse von 30.000 und hatten auch 10.000 Euro Verbindlichkeiten verbucht. Was bedeutet hat, dass wir eigentlich einen Aufwand von 10.000 und Umsatzerlös von 30.000, also einen Gewinn von 20.000 hatten. Dabei war aber noch nicht berücksichtigt, um die 30.000 Umsatzerlös zu erzielen, haben wir nicht nur die 10.000 Euro, die wir als Aufwand gebucht haben, sondern noch 2.000 Euro Aufwand, wenn man so wollte, die wir aus dem Warenlager entnommen haben, was den Wareneinsatz von 12.000 Euro machte. Das heißt, wir haben in Wahrheit 12.000 Euro Aufwand gehabt, um 30.000 Euro Umsatzerlös zu erzielen, und haben daher nur einen tatsächlichen Gewinn von 18.000. Das ist die Logik, die dahinter steckt. Okay, bei Industrieunternehmen, habe ich versprochen, wird es ein bisschen einfacher, wenn auch vielseitiger. Die Haupttätigkeit erstmal von einem Industrieunternehmen ist der Einkauf von Rohhilfs- und Betriebsstoffen und die Verarbeitung von diesen zu fertigen Erzeugnissen, welche verkauft werden. Als Zwischenprodukt können dadurch aus unfertige Erzeugnisse entstehen. Das kann man sich gut vorstellen. Wir haben ein bisschen Holz, wir haben ein paar Leim, wir haben Nägel und Schrauben, stellen Stühle her. Wir haben dann Fließbandarbeit, weil das ja so wunderbar sozial ist. Wir haben den einen, der schneidet das Holz in passende Bretter, der nächste klebt die Beine dran, der dritte macht die Lehne, der vierte macht eine Polsterung drauf. Ja, alles was noch nicht das Endprodukt ist, sind unfertige Erzeugnisse. Das heißt, die zugeschnittenen Bretter oder die Holzbeine, die an den Stuhl geklebt oder geschraubt worden sind. Und erst der fertige Stuhl stellt das fertige Erzeugnis dar. Der Bestand der Rohhilfs- und Betriebsstoffe, der fertigen Erzeugnisse und diese unfertigen Erzeugnisse ändert sich von der Logik natürlich. Weil, wenn wir da eine Verarbeitung haben, werden die Rohhilfs- und Betriebsstoffe verbraucht. Es entstehen erst einmal unfertige Erzeugnisse mit dem Ziel, dass aus denen irgendwann fertige Erzeugnisse werden. Diese werden dann irgendwann verkauft, es führt zu einer Bestandsveränderung. Und zwar in allen Bereichen. Und für diese drei Bereiche wird, wie auch bei den Handelsunternehmen, der aktuelle Bestand dadurch ermittelt, indem man den Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz und den Schlussbilanz der Schlussbestand der Schlussbilanz eines Geschäftsjahres betrachtet. Warum ist das so? Selber Grund wie auch bei den Handelsunternehmen. Es wäre einfach zu aufwendig, jeden Verbrauch von Rohhilfsbetriebsstoffen und jeden Verkauf von fertigen Erzeugnissen direkt als Bestandsveränderung im Lager zu buchen. Daher ist der Jahresbegleich der Bestände am Ende des Jahres im Lager relevant. Wäre ja auch schrecklich, wenn man stellt sich vor, am Ende jeden Tag sollte man das machen. Da werden zum Beispiel 12.000 Schrauben verschraubt und am Ende des Tages bucht man die 12.000 Schrauben aus, bucht, was weiß ich, 100 Tuben Leim, 4.000 Kilogramm Bretter, also das wäre viel zu aufwendig. So, bei Industrieunternehmen ist die Produktionsreihenfolge etwas aufwendiger, aber eigentlich auch recht logisch. Das Industrieunternehmen kauft Rohhilfs- und Betriebsstoffe ein, verarbeitet sie zu unfertigen Erzeugnissen, diese zu fertigen Erzeugnissen und die werden dann verkauft.
in der Hoffnung, dass Umsatzerlöse entstehen. Das wäre das Grundlegende. Die Theorie hinter den Buchungen. Und nun kommen wir zu den Buchungen. Ich lasse das Schema gleich oben stehen. Das ist, finde ich, wunderbar, um das zu vergleichen. Betrachten wir erst den Einkauf von Rohhilfs- und Betriebsstoffen. Bei Bestandsminderung wird gebucht Bestandsveränderung Rohhilfs- und Betriebsstoffe an Rohhilfs- und Betriebsstoffe. Dieses Bestandsveränderungskonto ist in dem Fall ein Aufwand, was ja auch irgendwo klar ist, weil wir haben mehr Sachen verbraucht, als wir eingekauft haben, das heißt, wir müssen einen höheren Aufwand haben, und RHB als Bestandskonto muss ja dann auch im Haben stehen, aus zwei Gründen. Erstens, wenn wir niedriger eine Minderung von Rohhilfs- und Betriebsstoffen als Bestand haben, als Aktivkonto, muss es im Haben stehen, wenn es weniger wird. Zweitens, wenn wir einen Anfangsbestand von 10.000 haben, haben eine Minderung auf beispielsweise 8.000. Um schon allein nur das Konto auszugleichen, muss irgendwie 2.000 Euro im Haben stehen, und das sind dann die RHB. Bei Bestandsmehrung der Rohhilfs- und Betriebsstoffe buchen wir Rohhilfs- und Betriebsstoffe an Bestandsveränderungen Rohhilfs- und Betriebsstoffe, und das stellt für uns einen Ertrag dar. Ja, ungefähr den Erzeugnissen ist es adäquat. Ihr werdet auch sehen, bei den fertigen Erzeugnissen ist es adäquat. Die Buchung lautet hier Bestandsveränderung unfertiger Erzeugnisse, was wieder einen Aufwand darstellt, an unfertige Erzeugnisse. Im Prinzip ist die Buchung relativ einfach. Und auf der Sollseite bei einer Bestandsminderung steht halt immer Bestandsveränderung und dann der Name, wovon sich der Bestand verändert hat. Und auf der Habenseite immer dann das Bestandskonto dazu. Und eine Bestandsmehrung ist genau umgekehrt. In dem Fall unfertige Erzeugnisse an Bestandsveränderung unfertiger Erzeugnisse, was einen Ertrag darstellt. Bei fertigen Erzeugnissen muss es dementsprechend lauten, wenn der Bestand sich vermindert. Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse an fertige Erzeugnisse. Und bei Bestandsmehrung fertige Erzeugnisse an Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse. Okay, hier eine Übung, um das besser zu verinnerlichen. Unternehmer Schrulli Schrei leitet eine kleine Schreinerei, welche sich auf die Produktion von maßgeschneiderten Betten spezialisiert hat. Da dies nicht genügt, verkauft Schrulli Schrei im Rahmen seiner Schreinerei auch noch Tische und Stühle, welche er von anderen Händlern bezieht. So, da hat er hier die vier Bestände jeweils zur Eröffnungsbilanz und zur Schlussbilanz. Und die Aufgabe hierbei lautet, bucht alle Bestandsveränderungen, sodass die oben genannten Bestandskonten zum 31.12.14 den korrekten Bestand laut Inventur aufweisen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wie immer springe ich zu den Lösungen. Ihr pausiert das Video hier und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Okay, kommen wir zur Lösung. Ich fand es recht sinnvoll, das schon mal in die vier Bereiche zu unterteilen, dann wird es übersichtlicher. Fangen wir mit den Waren an. Der Anfangsbestand von diesen war 14.000 und der Schlussbestand 17.000. Wir haben also schon rein von der Logik her eine Bestandsmehrung in Höhe von 3.000 Euro. Ja, den buchen wir ganz einfach. Warenbestand 3.000 Euro, an Warenaufwand 3.000 Euro. Man könnte den theoretisch natürlich noch in... dann, wenn wir andere Angaben hätten, den Wareneinsatz ausrechnen und das an die GUV buchen, aber das war jetzt nicht gefragt, daher lassen wir es weg. Für die Rohhilf- und Betriebsstoffe hatten wir einen Anfangsbestand von 2.000 Euro und einen Schlussbestand von 1.000 Euro. Das heißt, es ist eine Bestandsminderung von 1.000 Euro. Die Buchung lautet hierfür Bestandsveränderung Rohhilfs- und Betriebsstoffe 1.000 Euro an Rohhilfs- und Betriebsstoffe 1.000 Euro. Bei den unfertigen Erzeugnissen lag ein Anfangsbestand von 1.500 Euro vor, der Schlussbestand betrug 3.500 Euro, das heißt, wir hatten eine Bestandsmehrung von 2.000 Euro, und die Buchung lautet unfertige Erzeugnisse 2.000 Euro an Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse 2.000 Euro. Und für die fertigen Erzeugnisse hatten wir einen Anfangsbestand von 4.000, einen Schlussbestand von 3.000 Euro. Auch hier hatten wir eine Bestandsminderung von 1.000 Euro also, und die Buchung muss lauten Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse 1.000 Euro an fertige Erzeugnisse 1.000 Euro. Ja, damit sind wir durch die beiden Themenblöcke durch. Ich hoffe, es hat euch interessiert, hat euch gefallen, war lehrreich. Über eine gute Bewertung würde ich mich freuen. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Video. Macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss!